Hell, freundlich und mit einem wunderschönen Ausblick über Dresden, so tritt die neue Seniorenwohnanlage Palmental in Dresden-Johannstadt in Erscheinung. Mitte Oktober wurde sie offiziell eröffnet. Sie bietet den künftigen Mietern neben der zentralen Lage eine ganze Reihe von Dienstleistungen an. Wir sind eine ganz gewöhnliche Wohnanlage, also wie jedes normale Wohnhaus hier in Dresden auch. Nur, dass wir uns beim Bauen darum bemüht haben, das etwas seniorenfreundlicher zu gestalten. Immer gelingt das leider nicht, aber hier in diesem Fall hat es ganz gut geklappt. Das ehemalige Studentenheim an der Gerockstraße wurde aufwendig saniert. Entstanden sind helle und freundliche Wohnungen, die auf die Bedürfnisse älterer Menschen abgestimmt wurden. Dazu gehört unter anderem ein hausintegriertes Servicetelefon in jeder Wohnung. Wir haben ganz unterschiedliche Wohnungsgrößen. Es gibt eine breite Vielfalt von der Einraumwohnung bis zur Dreiraumwohnung. Und die günstigste Wohnung ist warm inklusive Concierge schon für 349 Euro zu haben. Das ist eine Einraumwohnung. In den oberen beiden Etagen befinden sich vorrangig die Zwei- und Dreiraumwohnungen. Aber egal, für welche Wohnung man sich entscheidet, es steht allen Mietern eine Vielzahl an Dienstleistungen zur Verfügung, direkt im Haus. Dazu gehören unter anderem ein Pflege- oder Essensdienst, aber auch ein Post- und Zeitungsservice. Gebündelt werden diese Leistungen im Eingangsbereich, denn hier ist der Concierge rund um die Uhr für die Bewohner da. Eigentlich gibt es über den Concierge jede Möglichkeit, ob man nun ein Taxi braucht oder ob man einen Einkaufsservice braucht oder was auch immer. Der Concierge hilft immer. Ein großer Wert wird in der Wohnanlage Palmental auch auf die Sicherheit gelegt. So gibt es eine eingezäunte Grünanlage, um den Hausbewohnern mehr Sicherheit zu bieten. Informationen zu den Wohnungen gibt es natürlich direkt vor Ort in der Wohnanlage Palmental an der Gerockstraße.